Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, hier geht's weiter mit Disco Elysium. Und gegenüber sitzt uns der gute Leo, der immer noch singt. Und wir haben noch nach dem Gespräch beim letzten Mal noch eine kleine Sache offen. Oh hey Mister, I need to be back to talk with old Leo here. Yes I did. It's like Lady Larisse said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. We can only get so far before they're aching to get back. And a lot of folks really did keep coming back. Okay, also wir haben zwar jetzt erst direkt wieder angefangen mit ihm zu sprechen, aber egal. Oh, hallo Mister, ich wusste, dass Sie schon bald wieder mit dem alten Leo hier sprechen möchten. Ja, das wusste ich, das wusste ich. Das ist genauso wie Lady Larisse immer sagt, als sie ihr Badehaus geöffnet hat in dem Keller meines Apartmenthauses. Sie gehen nur so... Sie kommen nur ein Stückchen weit weg, bevor es sie schon schmerzt, zurückzukommen. Und viele sind wirklich zurückgekommen. Ja, was die Lady Larisse im Keller gemacht hat, wollen wir vielleicht nicht genauer wissen. Können wir das in der Zukunft etwas kürzer halten, Leo? Das ist, so lange musst du nicht uns begrüßen. Und ich, oder ich hätte, nee, das, er kann uns ruhig voll labern. Das ist, der ist der einzige fröhliche Mensch hier, dem wir bisher begegnet sind. Aber ich hätte noch ein paar Fragen, wenn es nicht zu viel Ärger bereiten würde dir, wenn es keine Unannehmlichkeiten sind. Nein, nein, kein Problem, sagt er. Es ist wie das alte Sprichwort, die Weisheit vergeht, wenn sie nicht geteilt wird. Und der alte Leo ist immer dafür zu teilen. Na gut, dann fragen wir dich nochmal, du bist Ubi, oder? Also von der Insel, das haben wir anhand seines Akzents herausgefunden. Oh ja, ja, genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Iriash, Mister. Das erklärt seinen leicht irischen Akzent, würde ich sagen, im Englischen, bloß eben umgebaut für dieses Spiel. Mama musste meinen Vater verlassen, nachdem er ein bisschen gewalttätig geworden ist und hat uns dann hier in die neue Welt mitgenommen. Ich war so 10, zu alt, um meinen Akzent schon loszuwerden danach. Naja, die Leute sagen immer, die Ubis haben allen möglichen Ärger mit ihren Schafen und ihren anderen Tieren und so weiter. Es wird angenommen, sie haben Sex mit den Schafen und Tieren, würde ich daraus lesen. Aber ich wollte euch nur wissen lassen, dass es niemals sowas gab, da wo ich hergekommen bin. Nein, Sir. Das sind nur eklige Gerüchte. Danke, dass Sie das aufgeklärt haben, sagt Kim freundlicherweise. Okay, bist du der Leo? Ach, richtig, das habe ich schon vergessen. Also in dem Büro, ganz am Anfang, nicht in dem Büro, sondern im Eingangsbereich zum Hafen, haben wir eine kleine Notiz gefunden, wo unter anderem drauf stand, dass mehr von diesen Fahnen hier besorgt werden müssen, aber auch so komische Sachen wie, dass ein Borscht besorgt werden müsste für Efrat und so weiter. Bist du dieser Leo, der das geschrieben hat? Oh ja, ja, sagt er sehr aufgeregt und freudig. Ich hinterlasse überall, ich mache überall Notizen für mich. Dieser alte Kopf von mir ist nicht mehr so gut, sich Sachen zu merken. Ich habe sogar fast den Borscht vergessen. Was genau, was hat es mit dem Borscht denn da auf sich? Ach ja, ich habe diesen Borscht, bringe ich jeden Tag, diesen speziellen Whirling-Borscht, bringe ich jeden Tag zu den Männern. Jeden Tag, seit der Streik gestartet ist. Und er gluckst wieder da in sich rein. Der ist sehr, sehr gut, der Borscht. Der macht jeden Menschen, jeden Mann warm und glücklich. Von innen. Und er lacht und schüttelt seinen Kopf. Ich fühle mich immer so, als ob ich Mr. Renaudins Wildschweinhunde oder Eberhunde oder sowas
als ob ich es mit denen aufnehmen könnte, jedes Mal, wenn ich diesen Borscht gegessen habe. Aha, es ist Power Borscht, sagt unsere Electrochemistry. Das habe ich noch nie gehört, dass Borscht kleine Leute in Kämpfer verwandelt. Alkohol wiederum. Ja, jetzt sei mal ruhig hier. Was meinst du damit, dass du die Suppe zu den Leuten gebracht hast? Ist es für den Streik? Ja, genau. Ich bringe sie zu ihnen. Der Borscht macht sie glücklich und hält sie in Kämpferlaune. Und fühlt sich warm von innen an. Sie machen den im Whirling in Rags. Vielleicht ist unsere Electrochemistry gar nicht so ganz falsch. Vielleicht mischen die da was Schönes rein in den Borscht, um ihre Leute auf Trab zu halten. Aber gut, warte mal, wer macht den im Whirling? Oh, der Koch im Whirling, der macht den. Er spricht immer mit Mr. Manjana in dieser komischen Sprache und dann lachen sie beide zusammen. Er spricht nicht das, was wir sprechen. Er ist aus Grad. Sieht so aus, als ob der Borscht irgendwie, als ob er ein besonderes Rezept hat, auf jeden Fall. Als ob da irgendwas drin ist. Da werden wir mal nachforschen. Oder wir werden nicht nachforschen. Natürlich forschen wir nach. Dann müssen wir Mr. Manjana mit in die Küche nehmen, damit der mit übersetzen kann für uns. Sicher, Mister, machen Sie das. Wir können ihn nochmal fragen, was in dem Container ist, den wir da vom Kran geholt haben. Ach, der da. Er schaut zum Container. Der sollte leer sein, soweit ich weiß. Die meisten Container hier haben nichts drin. Sie warten nur darauf, wieder beladen zu werden. Habe ich dir doch gesagt, sagt Kim. Ja, okay. Dann sind wir erstmal weg. Wir haben vielleicht noch andere Sachen zu erledigen. Unter anderem, mal schauen, was hier ist. Thermoskannen in Industriegröße riechen wie verbrannter Kaffee. Und daneben liegt noch Geld. Geld ist immer gut. Also, wenn wir wenn wir Guard bezahlen wollen, dann... Ups, da müssen wir lang. Dann haben wir jetzt trotzdem noch 3 Real 52 zum Ausgeben. Können wir uns noch ein paar Sonnenbrillen kaufen oder sowas Schickes. Da ist auch noch Geld. Das liegt hier überall so rum. Nochmal 1,10. So, wieder ein Bereich, den wir erkundet haben. Dann können wir direkt jetzt auf dem Rückweg mit Manjana reden. Na Moment, obwohl, nee, doch, da unten waren wir schon, ne? Noch einmal ganz schnell runter gucken, nur zur Sicherheit. Achso, ja, hier war der Kran. Genau. Da ist der Container. Gehen wir hier wieder zurück erstmal. Vielleicht können wir den Container trotzdem nochmal aufbrechen. Auch wenn jetzt alle sagen, da ist nichts drin. Oh, was ist da oben? Da waren wir noch nicht, glaube ich. Zigarettenstummel. Mindestens 3 Packungen wurden hier geraucht. Und viele leere Flaschen Commodore Red und Bier. Potent Pilsener. Vielleicht haben wir hier gesessen. All diese, unsere Gedankenblase spricht zu uns. All diese leeren Weinflaschen und Zigarettenstummel auf dem Boden. Irgendjemand hat hier wirklich eine gute Party gefeiert. Wie krass war denn die Party? Naja, 6 Flaschen Potent Pilsener Bier, 3 Flaschen Commodore Red Rotwein. Und fast 4 Packungen Zigaretten. Das muss eine ziemlich heftige Party gewesen sein. Habe ich das gemacht? Well, naja, sagt Kim. Er schaut auf uns, dann auf die Flaschen. Ja, wir können, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass du das warst.
Das ist aber sehr traurig. Ich muss in einer furchtbaren Verfassung gewesen sein. Sieht aus, als ob ich ziemlich viel Spaß hatte. Ich bin noch nicht überzeugt, dass ich das war. Ich muss auf einer auf einer Scouting-Mission, also auf einer Beobachtungsmission gewesen sein hier am Hafen. Oder lass uns einfach weitergehen. Nee, wir sind sorry, Cop, nach wie vor. Das ist wirklich traurig. Ja, da stimmt er zu. Diese Szenerie sieht nicht wirklich aus wie große Freude. Lass uns einfach weitergehen. Er dreht sich um, damit wir gehen können. Schauen wir mal in das Schüppchen rein. Da ist die Nachtwache drin. Oder das ist der Raum für die Nachtwache. Auf dem Türschild hier steht René Arnaud. Das ist also, wo René arbeitet. Das werden wir uns mal angucken. Sagen wir, naja, wenn du das tun musst, sagt Kim. Er schaut sich um. Aber beeil dich bitte, wir sind sehr leicht zu erkennen hier oben. Nichts Schlimmes finden wir. Es ist sauber da drin und das bisschen, was da drin ist, ist ordentlich organisiert. Es gibt allerdings ein eingerahmtes Foto auf dem Tisch. Das können wir entweder mitnehmen. Da hinten steht es auch, da sehe ich es. Oder es da lassen. Wir nehmen es natürlich mit. Foto eines glücklichen Paares. Ein schwarz-weiß Foto eines jungen Paares auf einem Straßenfest. Der Mann ist René und angezogen mit seiner Royal Carabiner Uniform. Das Mädchen ist jung und sehr hübsch und lacht. Wie heißt das? Also naja, sie lacht in die Kamera auf jeden Fall. René sieht fast so aus, als ob er lächelt, sagt unsere Empathie. Das muss ein Foto sein, das gute Erinnerungen hervorruft. Warum hast du das Bild von René genommen? Fragt Kim uns und schaut aufs Foto. Ich bin ein Polizist, das ist Instinkt, einfach jedes Beweismittel mitzunehmen. Ich mache eine artistische Fotokollage, Kim. Eine künstlerische Fotokollage, oder ich werde ihn dazu befragen. Das werden wir natürlich tun. Ich werde ihn befragen. Du hast wirklich ein Interesse in diesen alten Soldat, was? Fragt er, ein bisschen überrascht. Ich verstehe deine Faszination nicht wirklich, aber okay. Wenn es nicht zu viel Zeit braucht. Ja, das war der Mann, der Boule gespielt hat mit diesem anderen Wahnsinnigen da. Ein Mann der alten Garde, so sah es zumindest aus. Und so hat er gesprochen. Jetzt haben wir also noch zwei. Gott, wir haben so viel zu tun. Und wir haben hier das Foto. Können wir damit interagieren? Nein. Da sieht man es ein bisschen. Wir können es auch verkaufen. Wäre auch mal spannend, diese ganzen Sachen, die wir finden, einfach alle zum An- und Verkauf zu bringen da unten. Einfach alles verkloppen. Wie kommen wir denn da runter? So, könnten wir hier noch mal probieren, das Ding hier aufzuhauen? Nee, das ist locked. Dazu müssten wir erstmal Interfacing noch mal neu lernen. Da haben wir, glaube ich, auch alles gesehen. Ich mache es trotzdem noch einmal auf. Immer Angst, was zu verpassen. Nee, da ist aber alles durch. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir hier raus. Komm. Tja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach so, ja, wir können als erstes mal mit Manana sprechen. Ob der uns mitnimmt zur blauen Tür oder lassen wir uns jetzt gerade wieder ablenken. Joyce Messier wäre auch noch eine Möglichkeit, wieder zu ihr zu gehen. Measure Head lassen wir mal in Ruhe da vorne. Sprechen wir mal mit Manana. Ob er vielleicht mit uns zum Whirling in Rex So, kommt. how'd you like our harbor? So, er schaut uns wieder an mit leicht nebligen Augen. Er ist auch auf Drogen. Wie gefällt dir unser Hafen? Ja, nicht schlecht.
Labor Utopia, also die Gewerkschafts- oder die Gewerkschaftsutopie ist das ja. Und wir nicken. Oder komplette Scheiße. Ja, ist die Utopie von euch, oder? Es ist wie ein Rastplatz auf dem Weg in die offene Weite, in die offene Steppe, wie heißt denn das? Die Plains, also so Grasland sozusagen. Offene Weite, nennen wir es so, sagt er und dreht sich um und lächelt wieder, der ist voll auf Drogen. Ah ja, richtig, du hast mit dem Boss gesprochen. Von Angesicht, Auge zu Auge, wie Männer auf wieder auf dem Plane, auf einer Ebene. Wenn du noch weitere Fragen hast, bin ich bereit zu sprechen. Efrat sagt, du hast einen Key, einen Schlüssel für eine Tür. Genau, das ist unsere Aufgabe, die können wir ja nochmal stellen. Beziehungsweise vorher fragen wir ihn mal, irgendeine Idee, wer den Gehängten umgebracht hat? Den Auftragskiller? Yay, er zuckt nochmal. Wer könnte den umgebracht haben? Das ist tatsächlich die Frage. Warum überhaupt? Er schüttelt mit dem Kopf. Dieser Hafen ist tatsächlich sehr verdächtig. Deiner Meinung nach, sind die Hafenarbeiter in irgendeiner Form involviert in den Mord? Was für ein Gedanke, sagt er und sieht schockiert aus. Warum sollten noble Arbeiter sich solch einer Sache hingeben? Es sei denn natürlich, sie werden dazu gezwungen. Gezwungen inwiefern? Naja, ihr toter Junge da war ein gegnerischer Krieger. Oder, ja. Moment, was heißt das? Er war ein Agent der Opposition, der Gegner, der unsere ehrlichen Anstrengungen untergraben wollte. Hast du ihn umgebracht? Ich bin nicht der Mördertyp, aber das bin nur ich. Große Organisationen wie unsere Gewerkschaft haben alle möglichen Sorten von Männern mit allen möglichen Fähigkeiten. Er lügt nicht, sagt unser Drama. Zumindest darüber, dass er es selbst nicht getan hat. Davon bin ich tatsächlich auch nicht ausgegangen. Verstanden, sagt Kim. Und er schreibt sich eine Notiz. Das war nicht wirklich nützlich, aber trotzdem Dankeschön. Kein Problem, Mann. Alles Gute für eure Suche. Ich bin mit Sicherheit glücklich, dass es nicht meine Suche ist, sagt er und nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Na gut, dann gehen wir mal unsere Aufgabe an. Efrat hat gesagt, du hast einen Schlüssel für eine bestimmte Tür. Einen Schlüssel, ne? Er fährt mit seinen Fingern durch den Bart. Welche Tür sollte dieser Schlüssel denn öffnen? Irgendein Whistleblower? Ich habe gedacht, du kannst mir das sagen. Gehofft. Oder er hat gesagt, es gehört einem Wiesel. Lassen wir ihn erstmal noch eine Runde überlegen. Ich habe gehofft, du könntest mir das sagen. Natürlich. Da habe ich dich. Du weißt überhaupt nichts. Ja, macht irgendwas mit der Nase? Was? Achso, er tippt sich auf die Nase da. Wir haben den Schlüssel bekommen. Ich habe den Schlüssel genau hier. Und lass mich dir sagen, es ist total super von dir, dass du uns hilfst während unseres Streiks. Die Arbeiterklasse muss zusammenhalten, so wie wir das immer sagen. Nee, so wie sie das sagen, genau. Ich sah eine Gelegenheit und hab sie angenommen, ja. Ich habe was von einem Wiesel gehört und es hat jetzt nicht so geklungen wie ein Polarwiesel, wenn du weißt, was ich meine.
Ich öffne diese Tür nicht für mich selbst, sondern ich öffne sie für alle arbeitenden Menschen oder Männer. Oder ich mache das nicht aus politischen Gründen. Ja, zum Thema Kommunismus müssten wir jetzt eigentlich wieder für die Arbeiter das aufmachen. Machen wir das mal. Ich möchte das gerne wissen, wie wir drauf sind, wenn wir wirklich Kommunisten werden. Ich wusste doch, dass dieser Typ ein Kommunist ist, sagt er, lächelt und dreht seinen Kopf. Und es ist eine gute Sache, die du tust, danke. Du suchst, musst nach einem Keller, nach einer Kellertür hinter dem Gewächshaus suchen. Hinter dem Whirling in Rags. Das ist alles, was ich weiß. Unsere Organisation ist das, was wir Compartment heißt, nennt. Ach so, ja, also eigene Bereiche hat sozusagen. Das, was bedeutet, dass wir unsere Nasen nur in unsere eigenen Angelegenheiten stecken. Okay, aber von wem hast du den Schlüssel gekriegt? Der Hausmeister hat ihn mir gegeben. Netter Typ. Wir haben über das Leben gesprochen und die Dinge, die wirklich wichtig sind. Jetzt schaut er in die Ferne. Nichts von dieser Scheiße, in der wir stecken. Dieses Hin und Her. Wofür ist das gut? Er wartet auf keine Antwort. Wahrscheinlich nur, um unsere Kinder zu füttern, denke ich mal. Noch irgendwas, was ich wissen sollte über diesen Auftrag, diesen Wiesel? Wann er zum Beispiel zu Hause ist? Er schüttelt den Kopf. Ich bin mehr so ein philosophischer Hafenarbeiter. Ich mag gerne über das große Ganze sprechen. Wer ich bin, wer du bist, wofür wir kämpfen. Er nimmt nochmal einen dicken Schluck aus der Flasche. Wer er ist und wofür sie kämpfen, das ist doch interessant, sagt unsere Gedankenblase. Weißt du irgendwas über die Hardy Boys? Losardis. Ha, er lacht. Eine unabhängige militante Gruppe. A bit too high strung. Ich glaube, ein bisschen zu hochnäsig. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Aber verantwortungsvoll. Sie sind ein bisschen wie du. Die Regeln des Gesetzes einhalten und all dieser Kram. Nur, dass es eben Evrats Gesetz ist. Nochmal einen Schluck aus der Flasche. Aber eigentlich wirklich, sie sind genau wie du. Unsere Autorität findet das gar nicht gut. Vergleicht er dich wirklich, dich, einen Offizier des Gesetzes, mit irgendwelchen Nachbarschaftsschlägern hier? Es gibt nur ein Gesetz, mein Freund, und das bin ich. Ja, warum nicht? Es muss doch schön sein, mal was anderes zu sein zur Abwechslung. Der Rest von uns, wir sind alle nur Leute. Tja, und warum streikst du? Wir verhandeln unseren Anteil. Euren Anteil? Jupp. Er scheint sehr zufrieden mit sich selbst. Warte mal, also es geht nicht um Gehalt oder Pension oder sowas? Nee, den Kram, den haben sie schon. Das kriegen wir schon. Solltet ihr nicht dann dankbar sein? Es ist viel mehr als das, was die meisten Leute von hier haben. Oder, naja, wenigstens habt ihr die Benefits. Das ist doch schon mal was. However much you feed the wolf. Ach so, wie viel auch immer du dem Wolf zu fressen gibst, er will immer mehr, wollen wir damit sagen. Naja, ihr habt doch schon mal was, das ist doch schon mal irgendwas. Ist besser, glaube ich. Es ist nicht genug. Nicht genug, um weiter nach vorne zu gehen. Es geht da eher darum, uns an Ort und Stelle zu halten, uns festzuhalten. Okay, wie viel Anteil wollt ihr denn haben? Alles. Aber im Moment wollen wir, dass alle Hafenarbeiter am Firmenboard
mitsprechen können, damit sie im Entscheidungsprozess mitwirken können. Bist du Kommunist? Nee, den Boss, Efrat, was kannst du mir über ihn erzählen? Na, ich denke, es ist am besten, wenn du dir deine eigene Meinung bildest, jetzt, wo du ihn getroffen hast. In meinen Augen ist er ein durchaus guter Organisator und ein okayer Businessman. Was bringt es überhaupt, wenn man eine Gewerkschaft führt? Ich denke mal, du bist dann der Dorfchef so ein bisschen. Er schaut über den, also er, ja, over, ja, ja, hat die Übersicht über den Hafen, macht die Deals mit den Eigentümern oder mit anderen relevanten Parteien und passt auf sich selber auf. Nee, passt auf seine Leute auf. Meinst du damit Korruption, mit dem auf sich selber aufpassen? Meine Güte, warum sollte er nicht korrupt sein? Wir leben in einer harten und disorganisierten Welt. Und in dieser Welt ist der alte Mann korrupt für unsere Sache, und das wissen wir. Wir mögen das sogar. Lavish, weiß ich nicht, was es heißt. Er ist wahrscheinlich nicht zu gierig oder sowas in der Richtung. Ja, das würde passen zu dem hier. Der Tisch sah mir aber ziemlich gierig aus. Naja, er ist aber noch im Rahmen. Aber ein bisschen schon, natürlich. Das kann ich nicht übersetzen. Es ist, it's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. Also irgendwie ist das, wäre das eine Illusion, wenn man glauben würde, dass irgendwie so ein Heiliger so ein Ding leiten könnte. Ich glaube, das meint er. Außerdem gibt es überhaupt keine nicht korrupten Systeme in der Welt mehr. Und Moralismus ist das Korrupteste von allem. Du würdest gerne sagen, nicht bei mir, sagt unsere Autorität. Aber dann geht es ja auch noch um die Tür vom Wiesel. Fragen wir ihn noch einmal, ob er Kommunist ist und damit auf unserer Seite. Nein, er denkt kurz nach. Ich glaube nicht, dass ich Kommunist bin. Etwas sehen, etwas von Wert sehen und sagen, ich will das alles für mich selber haben, ist eine viel ältere und einfachere Haltung. Da ist überhaupt keine Wissenschaft dabei. Das kann selbst ein schwaches Kind denken. Die einzigen Dinge, die Menschen immer zurückhalten, sind das ich kann's nicht oder ich sollte es nicht. Aber das, was du tust, passt hervorragend zu der Weltrepublik. Warum nennst du dich nicht Kommunist? Oder Right on, Brother? Oder du solltest nicht nehmen, was nicht dir gehört. Das können wir sagen. Dann, wie kann dann irgendetwas jemals meins sein? Aber das ist okay, wir müssen uns nicht einigen. Die Prärie ist weit genug für alle von uns. Ja, es scheint so, als ob du lange Zeit über politische Situationen nachgedacht hast. Na klar, ich hatte auch viel freie Zeit. Er macht seine Arme weit auf, um zu zeigen, wie viel Zeit er gehabt hat. Glücklicherweise gibt es immer Zeit. Unsere Gelassenheit erkennt, dass das das Wichtigste für ihn ist, dass er seine Zeit selber unter Kontrolle hat. Das ist am wichtigsten für ihn. Und unsere Enzyklopädie sagt, ja, das passt jetzt alles zusammen. Die Art, wie er über die Streikbrecher spricht, seine ganze Attitüde hier. Er ist ein Anhänger der 500 Jahre alten franco-nigerianischen Boyadero-Codes.
Tja, ein wandernder Herdenmann. True to himself, independent. Ja, sei ehrlich zu dir selber, unabhängig in deinen Aktionen und loyal zu deinen Freunden. Klingt irgendwie antiquiert und alt. Das ist überhaupt nicht Disco, können wir sagen. Oder vielleicht bin ich auch so einer. Nee, das klingt überhaupt nicht cool. Er hat auf jeden Fall viel, viel Zeit, will er uns damit sagen. Er sitzt immer noch, seine Hände weit auseinandergestreckt. Und schön mit dir zu sprechen wieder. Wir gehen mal weiter. Ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er mitkommt ins Whirling in Rags. Aber gut. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, an welche Tür wir müssen. Da standen wir nämlich schon mal davor. Aber ich meine auch irgendwo hier oben. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das im Traum war oder danach. Haben wir doch hier oben irgendwo Klaas hier stehen sehen. Oben auf dem Dach. Ach, wir könnten auch anrufen, ob was Neues ist für... Da steht nämlich Klaas hier. Wie kommen wir denn da hin? Das weiß ich nicht. Aber gut. Dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir einmal fragen, ob... der Markenname, der Herstellername und die Nummer von den Stiefeln irgendwas gebracht hat. Das müssten wir doch in der Station erfragen können. Alice. Genau. Haben Sie irgendwas zurückgehört vom ICP über die Seriennummer? Ja, hat sie. Okay, sehr gut. Die Rüstung wurde produziert von, sie guckt in ihre Notizen, Fairweather. In ihren Fabriken in Betancourt-sur-la-Clève im Jahr 42. War ein Spezialorder für den Corps de Pharmacie, eine Sicherheitsfirma, die die Interessen der Oranjese medizinischen Companies da, der pharmazeutischen Companies schützen sollte. In dem semenisischen Konflikt. Sie blättert durch die Seiten. Sieht also aus, als ob die Rüstung nach Semenin geschickt wurde. Und da hört dann leider die Verfolgung auf. Da hören die Papiere auf. Mehr kann man nicht sehen. Selbst die Firma war irgendwie schwierig rauszufinden. Corps de Pharmacie ist mehrfach umbenannt worden in den letzten Jahren. Seit die Rüstung rausgegeben wurde. Wissen Sie, wie sie jetzt heißt? Die letzte registrierte Firma, die ICP damit in Verbindung bringen könnte, ist ein unter Militärvertrag stehende Firma mit dem Namen Krennel. Und die eine Firma davor hieß Downwell. Könnte allerdings der gleiche Contractor ist, glaube ich, so Vertrags... Also die könnten zusammenhängen, auf jeden Fall. Unser Visual Calculus sagt uns doch mal, so ein Anzug, so ein Rüstungsanzug, würde immer hergestellt werden mit einem bestimmten Menschen im Hinterkopf, also mit der Physik, damit es auch passt. Du solltest fragen, für wen das angepasst wurde. Okay, aber zuerst fragen wir mal, hat die Firma weitergearbeitet für pharmazeutische Konzerne hinterher? Durch all diese Namensänderungen hindurch? Schwer zu sagen, die Klientenliste ist ziemlich unterschiedlich und auch nicht komplett. Die einzige Konstante scheint zu sein, dass die Auftragsjäger, die Auftragskiller hier immer in dritte und vierte Weltländern
und eingesetzt wurden. Okay. Wissen wir irgendwas über die Person, die diese Rüstung bekommen hat? Ja, aber die ICP gibt da keine privaten Sachen raus. Ich könnte aber versuchen, sie zu überreden. Ja, das ist doch eine gute Aufgabe für sie. Und ist bestimmt auch schön, dass sie nicht immer ihren Job ganz normal machen muss, dass sie eine Spezialaufgabe hat. Sie würde gerne noch ein bisschen extra arbeiten für die RCM in diesem Fall. Entweder können wir ihr sagen, ich finde das wirklich super, wie sie sich da reinhängen. Oder ja, bitte versuchen Sie das. Es ist sehr wichtig, dass wir was darüber rausfinden. Ja, wir sind mal freundlich zu ihr auch. Ja, ich helfe gerne. Rufen Sie morgen wieder an. Hoffentlich habe ich dann mehr für Sie. Okay. Also wieder eine Runde bis morgen. 57. Over and Out. Und das war's. Gut. Ein bisschen mehr haben wir erfahren. Und viel bleibt zu tun. Nach wie vor ein tolles Spiel, finde ich. Ich hoffe, ihr bleibt noch mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.